Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist der letzte Trip, den wir zusammen auf Lombok machen. Ihr habt gerade gesehen, wir sind über 2,5 Stunden hier über die Straßen von Lombok gefahren. Es war wunderschön. Ich habe es selber noch nie so krass gesehen in diese Richtung. Und jetzt sind wir hier bei Jana auf Gili Asahan, einer kleinen, wunderschönen Insel. Ich bin komplett vollgepackt. Ich kann nicht mal reden, ich kann gar nichts machen. Guck mal, es ist alles dreckig. Wir sind mit unserer Crew unterwegs. Cheng, Sabrina, Mila und Jana. Gili Asahan. Das Video geht jetzt fix los, Freunde. Jana habt ihr ja schon in ein paar anderen Videos hier auch gesehen von mir. Und die liebe Jana wohnt hier seit 6 Jahren. Auf dieser kleinen Insel. Schon süß gemacht hier mit den Schaukeln und alles. Wie bin ich? Ich bin kein guter Tourist gerade. Endlich haben wir es geschafft. So. Welcome to Jana Land. Jana Land, das hat sich Sabibo gerade ausgedacht. Ja. Was geht hier ab? Habe ich nicht gesagt. Oha. Wir kommen an und die Coconut wartet schon auf uns. Die Coconut, das ist natürlich geil. Nautilus, ist das das Restaurant? Ja, und das Essen, will ich ja nicht sagen, aber es ist überragend. Kommen erstmal an, hier ganz entspannt. Riech mal, das riecht so geil. Ich dachte, da wäre so. Ja, ja. Auf Lombok. Yeah. Oh, mega geil. Wir haben jetzt unsere Sachen noch wieder gepackt, weil jetzt geht es erstmal in die Zimmer. Sehr, sehr schönes Restaurant, hier habt ihr gerade gesehen. Wir werden hier gleich auch noch was essen. Ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich nice, aber wir gucken uns jetzt die Zimmer an. Hier wird schon fleißig wieder weitergearbeitet. Hier werden die Bambu-Sticks gemacht und die Kokosnüsse fresh gemacht. Jana, richtiger Inselmensch, hat hier gerade irgendwas gefunden. Hier, was ist das? Hä? Das ist wie so Baumwolle. Das ist ganz flauschig. Ich brauche Wattepads, weißt du, zum Abschminken. Ich auch. Das, damit kann man sein Kissen befüllen oder eine Decke. Also jetzt ehrlich? Ja, die Locals hier benutzen das, um ihre Kissen zu befüllen. Hä, voll geil. Schnorcheln muss auch auf jeden Fall gemacht werden. Ja, da ist aber irgendwie, da war glaube ich ein Erdbeben oder so und alles ist hier ein bisschen durcheinander ge. Also ja, den würde ich auch gerne finden. Aber was macht Jana den ganzen Tag? Muscheln sammeln. Aber die sehen wirklich wunderschön aus. Ihr seht schon hier, das ist wirklich ein. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist ein riesiges Gelände. Nur barfuß unterwegs. Ich habe schon gesehen, hier gibt es auch Bintang. Ja. Wow. Nice. Jana zeigt mir jetzt meine Unterkunft. Chibos. See you in 2 days. Ich wollte gerade sagen, tschüss. Wir sehen uns an der Bar. Wunderschön. Falls es regnen sollte, kannst du dir einfach den Regenschirm auf den Kopf setzen. Das ist jetzt kein Scherz, oder? Das ist kein Scherz, das ist der Regenschirm. Dann hast du noch deine Hände frei und kannst was mitnehmen. So. So Leute, hier das Ganze mal kurz von außen. Richtig geil. Geilem View. Ist ganz nice. Oh. 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 Boah, da kann ich schneiden. Junge. Wunderschön. Bei der Dusche gibt es eine Besonderheit und zwar Cold Water und Less Cold. Das finde ich gut. Aber sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Sehr natürlich alles. Wunderschön. Dann mach's dir gemütlich. Dankeschön. Eigentlich wollten wir uns jetzt hier zum Essen hier wieder in dem Restaurant treffen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. So. Das werde ich vermissen. Die Palmen. Ich bin ja jetzt bald schon wieder zurück in Deutschland. Ende des Monats ist es nicht mehr lang. Was ist das hier für ein geiler Spot? Junge. Aber wenn ich das hier so sehe, wie geil ist das? Guckt euch den an. Alter, das ist es. Da geht die Sonne gleich unter. Solche Sachen werde ich natürlich vermissen in Deutschland. Aber ich freue mich auch auf meine Jungs und auf was ganz Spezielles. Das sage ich euch am Ende, was es Neues gibt bei mir in Deutschland. Wasser sieht auch pervers geil aus hier. Ne? Traumhaft. Ich bin hier die ganze Zeit alleine, Sonne scheint. Wir hauen jetzt die Drohne nach oben, damit ihr das Ganze auch mal von oben seht. Gili Asahan, let go der Hase.
Dinner is served. Alter, wie toll kann man es aneinander vorbeireiben. Danke fürs Mitnehmen. Beim Italiener ist das so, das ist so wie... War das eine Pampers? Voll mit Kot, oder? Jana, ist die Spaghetti Bolognese gut? Ist köstlich. Und die Bolo. Was hast du da? Ich hab Fungi aus... Guten Appetit, Friends. Guten Appetit. Das Essen war sehr... Wir haben auch hier einen hauseigenen Kakadu. Schaut euch das mal an, wie wunderschön das aussieht. Und jetzt wird hier schon das Lagerfeuer angemacht. Ich glaube, es gibt heute Abend ein Lagerfeuer. Das ist doch ein geiler Insel-Lifestyle, oder? Oh ja. Irgendwo da oben. Ja, da kommt er. Da, da. Alter, ist der laut. Da ist er. Einfach ein Kakadu am Start. Das richtige Dschungelinsel, mega geil. Alter, das ist ein geiler View mit dem Meer im Hintergrund. Was hast du da vorbereitet? Corn, denn jetzt einen nice Korngrill. Schmieren wir die noch ein mit Butter? Willst du die vorher einschmieren? Schon mal gehört, wenn man das vorher einschmiert, dann... Ist noch geiler, ja? Ja, dann bist du der Pro, dann schmieren wir es vorher. Scheiße, jetzt muss ich das machen. Das ist toll. Cool. Richtig gut gesalzen, richtig gut hier eingebuttert. Mega, mega nice. Nee, das war gut. Das ist viel besser. Guck mal hier, diesen Big Boy. Das ist viel besser. Sind Sie zufrieden mit deiner Produktion? Ich glaube, die sind ziemlich nice. Wie riecht der Kolben? Er riecht köstlich. Können wir noch ein bisschen Salz drauf packen auf den Kameraden? Boah. Oh, Mashallah. Wirklich geil. Prost. Cheers. Cheers. Sehr lecker. Ultra nice. Jetzt ehrlich? Ah. Ich werde auch safe explodieren heute. Geil, ne? Es ist alles sehr, sehr süß hier eingerichtet. Das Essen war überragend. Die Bolognese, traumhaft. Aber ich muss sagen, diese Maiskolben haben mir noch besser geschmeckt übers Lagerfeuer. Das ist einfach, das sind die Momente, für die man auch unterwegs ist und so. Das fand ich sehr, sehr nice. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, damit ihr einfach mal erfahrt, was bei mir auch im Leben abgeht. Stevie, was machst du, wenn du wieder in Deutschland bist? Was ist da Sache? Was ist da los? Ich kann euch jetzt offiziell mitteilen, ich habe in Deutschland eine Wohnung gefunden, eine eigene für mich, wo ich wirklich unfassbar froh drüber bin. Also ich freue mich da so heftig drüber. Ich hoffe, dass alles klappt. Ich habe die noch nie live gesehen. Ich habe mir irgendwie gedacht, das Ganze auch auf Instagram so zu begleiten, so coole Stories zu machen und so. Für den Dezember habe ich ja geplant, das Best-of zu schneiden hier aus Lombok. Das soll mal wieder eins der geilsten Videos werden auf meinem Kanal. Dann wisst ihr schon mal Bescheid, dass es für den Stevie in Deutschland ein neues Kapitel gibt. Bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich hoffe, dass alles klappt mit diesen Tests und so, mit diesen PCR-Tests, die man machen muss, wenn man zurückfliegt, weil ich habe jetzt schon öfter mal gehört, dass Leute einfach positiv getestet werden. Weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass alles gut klappt und ich wirklich an dem Datum auch nach Hause fliege, wo es geplant ist. Ich habe echt Schiss, dass ich nicht nach Hause komme, weil ich freue mich wirklich auf meine Freunde, auf meine Family. Ich werde einfach in 2 Wochen 29. What the hell? Geht einfach alles zu schnell vorbei, deswegen genießt euer Leben. So, ich bin jetzt raus. Wir wollen nämlich im nächsten Video den Sonnenaufgang hier sehen. Krasse Sachen machen. Wir haben Heftiges geplant. Hier sind nämlich auch Pferde, mit denen wir schwimmen wollen. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, Freunde. Deswegen abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert das Ganze. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe einen Hitzeschlag übrigens. Ne? Ich habe so heftige Kopfschmerzen. Sieht man das? Eingecremt. Es hat nichts gebracht. Tschüssikowski.